Jetzt geht's los. Jetzt ist das richtige Video. Was willst du machen? Was soll ich sagen? Ich brauche noch jemanden, um das Zoomen. Diese Zoom-Funktion von der E-Meet-Kamera Jupiter zu testen. Ah, wir müssen mal die Kamera gucken. Hallo Freunde chinesischer Kamerakunst, ich grüße euch. Ich habe heute die Jupiter von E-Meet für euch. Ich kann sie schlecht zeigen, weil die filmt uns gerade. Deshalb geht das nicht. Und genauso habe ich hier auch bereits die Software für euch am Start. Das ist die E-Meet Link Software. Die muss man dann direkt vom Hersteller runterladen, damit man die auch verwenden kann. Also, die soll für Meetings gedacht sein. Ne? Erstens, besonders weitwinklig. Das sieht man hier schon. Also, die ist wirklich sehr weitwinklig. Ne? Ihr seht hier hinten im Hintergrund ist mein Greenscreen. Das ist normalerweise mein Greenscreen. Ich glaube, ich kann den gar nicht so weit ranholen. Ich muss ins Mikrofon sprechen. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht so weit ranholen, als dass tatsächlich der gesamte Hintergrund davon ausgefüllt wird. Wäre nicht das Drama. Ihr seht ja, was ich hier mache. Und hier kann ich Auto ausschalten und kann jetzt zoomen. Seht ihr? Ich kann jetzt so nah ran zoomen und das Ganze jetzt noch so fixieren. So zentrieren. Ja, vielleicht noch ein bisschen rauszoomen. Ja, so ist besser. Lass das so. Und jetzt noch ein bisschen nach links. Und jetzt werden wir sozusagen, also jetzt kann ich den Greenscreen nur verwenden, machen wir jetzt an der Stelle allerdings nicht, weil ich zeichne das nicht mit OBS auf, man kann nicht gleichzeitig, also über zwei Quellen auf eine gleiche Kamera zugreifen. Jedenfalls nicht nur Windows. Okay, es soll für Meetings ja gedacht sein und entweder kann man sich das ja halt normal einstellen oder aber Auto und hat eigentlich eine wirklich barbarische Verzögerung und so soll irgendwie derjenige, der gerade was zu tun hat, ich weiß sagt nicht, wie die Kamera das genau erkennt, soll dann fix zentriert werden. Ich mache jetzt mal Auto und mal gucken, wie die Kamera jetzt reagiert. Ja, Zoom draußen, damit wir beide drauf passen. Also sowas eben. Ich hoffe, ihr hört mich die ganze Zeit. In der Software wird das halt eingestellt. Ich kann die Auflösung einstellen. Die war am Anfang auch auf 640x480. Und keine Ahnung, warum die nicht auf Full HD vorher eingestellt ist. Okay, damit haben wir jetzt so ein bisschen den Vorteil. Und wofür ist das eigentlich gedacht? Die E-Meet Jupiter. Obwohl, wir sollten vielleicht noch ein paar technische Daten durchgehen. AI Focus, okay, wunderbar. 1080p, hatten wir ja schon gesagt, 1920 und 1080 ist hier maximale Auflösung. 4 Mikrofone, das muss ich mal noch testen, das ist ein Audio-Test. Lautsprecher, das Ding hat Lautsprecher? Deshalb ist die Kamera so riesig. Und was mache ich hier? Gut aussehen. Du siehst fantastisch aus. Okay, Freunde. Haben Sie unsere Zoom gesehen? Ich mache Sie, du kannst unsere Zuschauer duzen. Haben wir Zoom gesehen? Danke an Samin. Okay, gut. Ich kann es euch ja direkt zeigen halt bei Amazon, was er kostet. Ja, kostet im Moment 130 Euro. Es gibt den Rabattgutschein, also 80 Euro seid ihr dann dabei. Läuft unter Windows 10. Windows 11 offensichtlich auch. Ich habe es ja gerade bei Windows 11 dran. Ja, wir haben 96 Grad, sehen wir es hier nochmal. Weitwinkel. Läuft aber auch unter macOS. Und sogar unter Linux. Und dann für Skype und Konferenzen. Ja, ist halt speziell für Konferenzen. Also für mich zum Beispiel wäre es eher ein Nachteil, dass ich 96 Grad habe, weil da müsste ich das Ding direkt vor meiner Nase platzieren. Habe außerdem eventuell noch den einen oder anderen Verzerrungseffekt. Ich habe gerade gemerkt, ihr seht mich ja gar nicht, weil ich das Bild hier gar nicht einblende. Ihr habt ja jetzt bloß Amazon gesehen. Ja, genau. Also wenn ich ganz am Rand gehe, dann... Ach, man sieht es nicht. Geht. Aber wenn man ganz am Rand sieht, dann, wenn man ganz am Rand steht, dann sieht man auch so. Es gibt schon leichte Verzerrungseffekte. Auch nur ganz leichte, das geht schon noch klar. Nee, jetzt sieht man uns wieder. Wenn du im Windows siehst. Also ich filme genau das Bild wird gerade aufgezeichnet. Und warum? Dann die Kamera ist da, Matthias. Das hat nichts zu tun mit dieser, was du hier. Ich bin suchst. Moschus. Ich kenne keinen Matthias. Wer ist die, wovon redest du? Okay, warum Moschus? Die Kamera ist da, also filmt da. Es hat nichts zu tun mit dieser Bildschirm. Ja, ich habe ein Bildschirmaufnahmeprogramm am Laufen und das nimmt immer das auf, was auf mein Display dargestellt wird. Was? Yeah. Nicht von Kamera, also selber? Nicht direkt, nein. Also, zum zweiten Mal, danke Samin! Bis nächstes Mal, tschüss. Okay, Freunde, jetzt sind wir wieder unter uns. Also ich hatte Samin gebeten, dass wir diese AI-Zoom-Funktion halt so ein bisschen ausprobieren können. Okay, wir gehen nochmal auf das Datenblatt ein. Aber ich glaube eigentlich, ja, wir haben soweit alles. Oder habe ich irgendwas vergessen? Windows XP, Vista 7, 8, 10, Skype, Zoom, FaceTime, Facebook, YouTube, Xbox One, OBS, Twitch, WhatsApp. Ja, OBS nutze ich ja jetzt auch. Zoom-Preis jetzt durchgegangen und die Specs. Kommen wir auch mal zu den Nachteilen. Also vor allem, wenn man die Kamera so verwendet, wie sie halt voreingestellt ist. Und zwar sehen wir dann Stellen im Gesicht, die extrem ausbrennen. Also das ist echt ganz schön stark. Ich habe mir das jetzt hier eingestellt. Das bedeutet, dass man vor allem die Belichtung rausnimmt. Auf Auto, seht ihr, geht das gar nicht klar. Jetzt seht man hier,
Ja, wie hier mein Gesicht ausbrennt. Klar, es ist alles ein bisschen heller und sieht vielleicht auf den ersten Blick vielleicht sogar ein bisschen, aber nee. So, jetzt nehme ich es mal wieder zurück, Auto. Ja, jetzt zeige ich es euch. Ich gehe mit dem Regler halt hoch und ihr seht, wie das ausbrennt. Und dann geht nur den Regler halt so lange. Ihr seht jetzt zwar meine Stirn, ihr reflektiert halt jetzt stark das Licht, ne? Also, fettige Stirn for the win. Und dann geht man halt mit dem Regler so weit, bis es halt anfängt, so leichte weiße Stellen zu geben. Also, wo dann die Konturen so überblendet werden, ja, wo es dann eben so Stellen so ausbrennen. Und dann hat man die optimale Einstellung gefunden. Auch hier unter Video habe ich die Einstellungen selbst vorgenommen. Helligkeit, Kontrast, ihr seht, die Regler sind hier alle stark verschoben. Die Schärfe könnt ihr auch so lange einstellen, bis ihr halt merkt, dass es so überzeichnet. Der Weißabgleich ist in Ordnung. Also ich bin mit der Farbwiedergabe soweit ganz zufrieden. Das kann man ja auf Auto lassen. Die Sättigung habe ich auch ein bisschen hochgenommen, weil ich fand in den Grundeinstellungen war es irgendwie zu farbschwach. Und man kann das ein bisschen hochnehmen, aber der Regler ist extrem empfindlich. Man kann das ein bisschen hochnehmen, ohne dass es dann halt alles sofort übersättigt. Es gibt hier noch unter Einstellungen, vermute, dass es Einstellungen heißt, die Möglichkeit auf Updates zu prüfen. Keine Ahnung, ob E-Meet da man noch Software-Updates rausbringt und die Grundeinstellungen anpasst, weil ganz ehrlich, die Grundeinstellungen finde ich gar nicht gut. Also, es ist schön, dass es hier die Software gibt, dass man sich das hier alles einstellen kann, wie man will. Das gibt es aber auch in jeder guten Aufzeichnungssoftware, OBS oder so, oder andere Screen-Capture-Software eben, wenn man das als Webcam verwendet. Wie es jetzt bei Skype und Co. ist, weiß ich nicht so genau, aber hier kann man das halt global einstellen und dann geht das eben klar, aber die Grundeinstellungen sollten eigentlich perfekt sein, sodass man vielleicht das noch sich nur anpasst, aber dass man sich das jetzt nicht so grundsätzlich optimieren muss. Also hier auf jeden Fall höchste Auflösung reinballern, hier kann man es noch spiegeln, ja, vertikal, horizontal spiegeln würde dann unter Umständen halt Sinn machen. Bei mir ist es gerade vollkommen egal. Und ja, vor allem halt die Belichtung, die würde ich nicht auf Auto lassen, das geht überhaupt nicht. Ich habe es ja gesehen letztendlich. Jetzt finde ich es ganz in Ordnung, jetzt bin ich mit der Qualität zufrieden. Auch die Schärfe, ja, ist halt Full HD. Und ja, beeindruckend eben vor allem, was da so drauf passt, aber man sollte eben sagen, ja, die Kamera ist vor allem für Meetings gedacht, für Gruppenchats vielleicht auch noch, was ja im Großen und Ganzen auch bloß für ein Meeting ist, wenn man bedenkt, was das Wort bedeutet. Für mich jetzt zum Beispiel auch zum Stream fände ich es eher ungeeignet, für meine Videos, wo ich halt Screen Capture Software verwende, finde ich es auch ungeeignet, eben weil ich in dem Falle nur einen Ausschnitt verwenden würde oder ich wäre ganz klein und der halbe Raum ist drauf. Das ist völliger Blödsinn. Wiederum, natürlich muss man sagen, für ein Meeting wäre da eine Kamera mit einem sehr engen Blickwinkel dann wiederum ungeeignet, weil die müsste ja sonst unglaublich weit wegstellen, damit wiederum alle Leute aufs Bild passen. Ja. So ist man sehr flexibel dabei, wenn man eben einen Gruppenchat machen möchte. Schaut mal, wie das, was hier alles drauf ist. Ihr seht ja auch sonst nie mein Mikrofon, ne? Weil die Kamera und jetzt ist ungefähr den gleichen Abstand wie meine normale Logitech, die ich sonst verwende. Und jetzt ist hier alles, ich bin drauf, ja, mein Mikrofon ist drauf und ich habe nach oben noch total viel Platz. Also ist wirklich schon sehr weitwinklig. Und das kann ich jetzt hier auch noch ein bisschen einstellen. Ich kann auch, wie gesagt, auch ein bisschen ranzoomen. Achso, nicht auf Auto kann eingestellt, weil das kann man sich halt echt leisten hier. Ist halt flexibler dabei. Ja, ist also eher was Spezielleres hier, die Jupiter von E-Meet. Ich habe von E-Meet ja mal ein bisschen was vorgestellt. Jetzt nehmen wir mal noch die Mikrofone auf. Ich habe jetzt hier meinen rote NT-USB. Aber gleich gespoilert, ob 4 Mikrofone oder 20. Das Mikrofon ist viel zu weit weg von der Jupiter. Also ich vermute, dass es nicht da rankommen kann. Zumal das Mikrofon ja auch relativ teuer ist. Okay, ich habe mir gerade selbst mal, also das kann ich ja jetzt getrost wegstellen, nicht wahr? Ja, ich habe mir gerade mal schon mal einen Test angehört. Und wie gesagt, ich habe gerade einen ganz anderen Abstand zu der Kamera, als ich vorher einen Abstand hatte zu meinem Rode NT-USB. Und darüber hinaus kostet die Kamera 80 Euro und das Rode NT-USB habe ich 125, glaube ich, 130 auf den Tisch gelegt. Im Endeffekt, als Leistungsverhältnis und wenn man bedenkt, dass es eine Kamera ist und dass sie weiter weg steht, finde ich die Qualität von dem Mikrofon eigentlich ganz vernünftig. Zumal es reicht ja aus für das, was man eigentlich dafür macht, nämlich kommunizieren und keine YouTube-Videos drehen. Wichtig ist dann bei einer Kommunikation, dass man den anderen dann versteht. Der muss jetzt nicht die beste, bassigste und klarste und detaillierteste Stimme ever haben, sondern man muss ihn eben verstehen können. Und dass ich jetzt gerade mal so bei meinen schnellen Tests rausgehört habe, versteht man dann auch ich mich in dem Falle ganz gut. Also ich würde mal sagen, dass die Jupiter erfüllt den Zweck, den die Jupiter erfüllen soll. Und in dem Preisbereich ist es auch ganz vernünftig. Was ihr jetzt nicht seht, aber was ich euch gerne mitteile, ist noch, es gibt eine kleine LED direkt unter dem Objektiv. Und die ist jetzt im Moment weiß und sagt, dass die Kamera aktiv ist. Bei mir steht die Jupiter im Moment auf einem Stativ. Finde ich persönlich
ehrlich gesagt am praktischsten. Ansonsten gibt es die Standardhalterung für den Monitor, kann man sich da oben so drauf klemmen. Die hat eigentlich so ein hohes Eingewicht, dass ich die Jupiter für die meisten Notebooks inkompatibel halte. Bei normalen Monitoren mache ich mir da weniger Gedanken. Hat ansonsten diese Standardaufnahme, damit man das halt oben an den Monitor so reinhakt. Und ich denke mal, dann haben wir alles und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.